meine Damen und Herren. Ja, da sind wir wieder mit einem schönen, tollen, coolen Video von uns. Ja. Wir sind alle sehr gut gelaunt. Wir haben ein cooles Projekt, was heißt Projekt? Wir haben ein cooles Video heute. Und zwar haben wir, oder Anne, geshoppt. Und zwar für mich und für Juna. Miley. Also auf meinem Kanal haben wir die Sachen für Juna und für mich, wo Henning bewertet, was ich gekauft habe. Und ich werde heute bewerten, wie die Sachen an Henning aussehen. Und er wird ein bisschen zeigen, was wir Miley noch gekauft haben, weil jetzt ist es ja wieder kälter. Und so noch auf die Winterzeit, genau. Vor dem Pullover. Wir haben bestellt bei About You und H&M. Ja. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an mit Miley. Okay, ich lasse mal kurz die Katze raus, du kannst das erste schon mal auspacken. Hier haben wir schon mal einen richtig coolen Hoodie. Also den würde ich sogar ehrlich gesagt selber tragen. Ja, da sehe ich auch Miley drin. Ja, die ist halt so extrem bunt und anders. Dann haben wir noch einen Hoodie. Ja, das ist so ein Blumenhoodie. Den hat sie sich ausgesucht und durfte sich selber aussuchen. Da war ich sehr überrascht. Ja, ich auch. Also da wundert mich wirklich richtig. Also dann eher doch der, den wir davor hatten. Ich hoffe, sie trägt sie. Ja, genau. Ja, und ungefähr fast das gleiche haben wir hier nochmal. Sieht aber sehr kurz aus. Also ist es aber eben größer, ja. Manchmal ist es komisch. Ich hoffe nicht, dass er bauchfrei ist. Tada! Ein bestimmtes Schlafkleid, oder? Ja! Mein neu ist jetzt schon so, die sind alle so alt und verwaschen. Und Miley steht auf diese Schlafkleider. Ja. Die mag die voll, diese langen Schlabberlust. Steht ja aber auch. Ja. So, ich muss dazu sagen, sie hat dazu schon eine Jeans und fand die sehr, sehr cool. Davon gibt es auch eine Jeans mit ganz, ganz vielen Einhörnerköpfern drauf. Einhörner sind immer cool. Oh, ein Zweierpack Leggings, wa? Einmal in Grau und einmal in Weinrot. Ja, diese ganz normal sind das, wa? Naja, ja. Aber die haben halt eben noch so eine Naht und das sieht halt eben noch mal ein bisschen cooler aus. Bisschen edler als ja. Diese Standard. Das ist ein bisschen dicker. Ja, also das ist so Anne-typisch. Warum? Weil du immer eine Strumpfhose anziehst oder eine Strumpfhose, eine schwarze Strumpfhose, ein T-Shirt und das ist Anne. Das ist Anne-Look. Hey, ich habe noch nie eine kurze Hose angehabt mit einer Strumpfhose drunter. Aber du würdest gern. Ja, aber mir steht das nicht. Doch, mir steht das auch. Aber Miley trägt es, also du ziehst Miley gerne so an. Ja, aber sie mag das auch. Ja. Deswegen eine kurze Hose, nicht wundern. Eine Jeans. Used Look, sagt man. Ist halt Miley. Ja. Ich finde das cool. Und vor allem ist es auch Stretch, ne? Also stehe ich ja sowieso voll drauf. Ja. Ja. Cool. Dann haben wir, das ist auch Miley. Also, ja, kann man hier sie wird es lieben! Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so machen kann. Naja, nicht ganz, wa? Doch. Ja, doch. Miley liebt ja. Pailletten. Und sie hat sich die ganze Zeit schon ein T-Shirt gewünscht, wo man diese Wendepailletten drauf hat. Und jetzt habe ich endlich mal eins gefunden. Stimmt, wa? Für lange schon. Jetzt habe ich eins gefunden. Und das letzte für Miley jetzt. Einzelheit von About You, aber auch für Kinder. Ja. Ich wusste ja nicht, dass die Kinderklamotten haben. Ich auch nicht. Von, wie heißt die, wird das ausgesprochen? Review. Für Kids. Ja. Wie cool ist das denn bitte? Ich wusste nicht, dass Review für Kids macht. Ich bin sehr gespannt. Die hat so, ich weiß nicht, ob ihr das mal weiter so sehen könnt, aber sie hat rosa und blaue Nähte. Ja. Deswegen fand ich die so cool. Passt auch voll zu Miley. Ja, volle Kanne. So, volle jetzt Kanne. Sind deine Sachen dran. Henning. Jetzt kommen meine Sachen. Ich zieh die jetzt an, ich probiere die einfach aus. Ja. Ja. Und du bewertest mich. Okay. Ich hoffe, dir gefällt es. Und los? Also, das erste, was er sich rausgesucht hat, ist ein dunkles Karo-Hemd. Ohne Ärmel! Ja, das wollte er kombinieren. Ah, stimmt, das wollte er mit einem weißen T-Shirt kombinieren und die quasi immer offen lassen. Aber wir haben jetzt kein weißes T-Shirt hier. Also das finde ich zum Beispiel wieder cool. Ich habe jetzt auch die falsche Hose dazu an. Also da müsste ich eigentlich Jeans zu anziehen. Ja, der Mode-Experte. Und? So sieht's aus. Tada! Du, jetzt die Hose passt ja natürlich nicht. Ja, aber das ist schon dein Stil, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du dazu eine Jeans dann hast und ein weißes T-Shirt drunter, ich glaube, dann sieht das ziemlich cool aus. Ich packe mal das nächste aus. Okay, also dazu muss ich kurz was erklären. Wir haben nämlich geguckt, Take Me Out, haben wir gesehen, mit Ralf Schmitz. Und da hatte der ein ganz normales Outfit an und dann eine Jeansjacke oder ein Jeanshemd eigentlich offen darüber getragen. Und das sah so cool aus, dass wir gesagt haben, Henning muss auch eins haben. Das ist doch meins, oder? Das ist doch nicht meins. Das ist eine Größe S und Vorlage. Ich glaube, das ist meins. Aber wo ist dann dein Jeans-Hemd? Ich habe doch gesagt, ich habe keins bestellt. Dann ist es doch die Jeansjacke? Ja. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Da habe ich schon voll gefreut drauf. Okay, wir machen erst die Jeansjacke auf. Eine ganz normale Jeansjacke in S. Ist das eine Frauenjacke? Ist das meine?
Wenn sie ihm passt, dann passt sie. Wenn sie auch mir steht, dann trage ich sie sowieso auch. So, und? Ja, ich würde sagen, es ist für Männer. Ja, ist für Männer, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es ihm steht. Schreibt mal in die Kommentare, ob Henning Jeansjacke stehen. Mir ist sie zu locker. Aber auch irgendwie cool. Nein. Doch, Mann. Da fühle ich mich nicht drin wohl. Ist das cool? Cool. Woohoo. Letztes Teil, da sind wir auch schon wieder durch. Eine Hose. Hosen kann man nicht genug haben. Ach, da bin ich mir aber unsicher. Bei Hosen, da bin ich ja immer ganz... Ich habe aber das bestellt, was du gesagt hast. Weite 30 und Länge 30. Ja, aber guck mal, die ist trotzdem für Hosen voll weit. Okay, ich will jetzt nichts sagen, also, ihr habt es ja gerade nicht gesehen, aber Henning hat die gerade in der Hand gehalten und meinte, also ich weiß nicht, die sieht aus, als hätte die voll breite Oberschenkel, die wird doch bei mir schlabbern. Dann zieht er die an und merkt, dass die Haut eng ist. Ah! Was bedeutet, du hast breite Oberschenkel? Ist gar nicht so hässlich, wa? Und? Was sagst du jetzt hier so? Umdrehen? Wir wollen den Popo sehen. Also einen hübschen Po hat er nicht drin, aber die Hose ist okay. Sehr bequem, also wirklich, ja. Cool! Ich freue mich. Endlich mal wieder neue Sachen. Wir holen uns so selten Sachen. Und jetzt würde ich sagen, swipe da mal zu Annes Video und dann. Swipe? Das ist doch auf YouTube, nicht auf Instagram. Ja, ist ein Modespruch. Okay, wir sind fertig. Also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Euer Henning und Anne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Geht doch. Freue mich.